Hallo zurück hier in Red Sand Village bei Life in the Woods. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Jo, wir sollen das Ding ausbauen. Aber wer sieht es denn nicht gleich? Man sieht es nicht wirklich, aber ich habe hier ein bisschen was gemacht. Das möchte ich ganz kurz vorab zeigen. Also, es gibt mehr Bäume. Ups, es gibt mehr Bäume. Und da oben. Haha, wer sieht es? Wer sieht es? Na? Ja, ich habe ja mal gesagt, dass ich die beiden oder beziehungsweise die Häuser, die da oben sind, eigentlich gerne mal anbinden möchte. Und dann habe ich hier halt einfach mal das gemacht. Ich habe das hier freigelegt, einen Gang gebaut. Hier einen Gang gebaut, hallo, so. Einen Gang gebaut. Die Kirche ist endlich zugänglich. Das hier ist alles endlich zugänglich. Ja, man kommt überall rein. Den habe ich gefangen. Der ist mir nämlich, ja, der war plötzlich woanders. Und, es war schwierig, den hier hinzubekommen. Sagen wir es mal so. Da, es ist jetzt alles zugänglich. Überall kann man rein. Es gibt Zugänge hier. Es gibt Zugänge dort. Es gibt hier einen Zugang. Oh, das wird, glaube ich, nicht wachsen. Nee. Nein, ich glaube, das wird nichts hier mit wachsen. So, ist gut. Ja, dann gibt es hier den Zugang und den Weg habe ich hier ein bisschen gemacht. Und da, das ist hier einen kleinen Platz draus gebaut. Und naja, das ist halt das, was ich gemacht habe. Nee, so, also nur damit ihr Bescheid wisst. So. Dann habe ich noch ein bisschen hier am Häusli gebaut. Dabei habe ich festgestellt, es gibt für den Kamin tatsächlich etwas, das sieht ein bisschen anders aus. Das will ich auch noch machen. Das mache ich aber nicht jetzt. Da ist nämlich tatsächlich eigentlich noch ein bisschen was dahinter. Das ist gut möglich wegen Brandgefahr. Das weiß ich noch nicht. So, das habe ich mal eingezäunt, weil ja, das wollte ich eigentlich für was Bestimmtes nutzen, aber das ist zu klein. Habe ich festgestellt, das heißt, dieser Zaun ist eigentlich obsolet. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, und hier haben wir jetzt mittlerweile einen richtig klasse Wald. Ne, da gibt es ordentlich Wald. Und wo ein Wald ist, ist alles Material für Bau und für schön aussehen. So, und alles Akazien, ne? Mit ein paar wenigen Ausnahmen, wo halt mal eine Eiche steht oder wie hier, ja, wie hier, da stehen halt diese dicken, sind das nochmal? Dieses Bruce-Dinger. So. Ja, dann habe ich Kühe gesammelt und Kühe gezüchtet. Denn wir brauchen irgendwann Leder. Da werden wir gar nicht drum rumkommen. Ich möchte ja mal auch einen Enchanting-Tisch hier haben. Und deswegen haben wir noch ein paar Kühe. Ja. Die habe ich übrigens von da hinterm Berg geholt. Das war eine andere Geschichte. Das war nicht so witzig. Oh ja, das kann eigentlich weg. Das kann ich auch direkt machen. Dann nehme ich das nämlich direkt wieder hier mit. Das war nur temporär hier, weil ich Hunger hatte und was essen musste. Dann habe ich das hier kurz hingestellt. Und ich muss ja den Zaun bauen, etc. Blabla. Und dann ist es wieder. Okay, so. Okay, haben wir sonst noch... Ich habe hier ein bisschen Blabla. Das können wir soweit eigentlich weg tun. Essen. Essen. Ich würde gerne... Ganz ehrlich, ich würde gerne... Und Holz. Boah. Also. Essen. Aber nicht das. Sondern das.
Wir brauchen Nahrungsmittel. Ja, wir brauchen Nahrungsmittel. Die müssen wir mitnehmen, weil ich nämlich mit euch gerne in eine Höhle gehen würde. Wir brauchen sehr viel Material in Form von Eisen. Okay, das passt. So, und jetzt gehen wir auf Schatzsuche. Ach, ist egal. Ich brauche den Ruf nicht. So, wir gehen auf Schatzsuche. So, hier bricht gerade ganz erbärmlich die Framerate ein. Ja, weiß aber warum. Das liegt einfach an dem vielen, vielen Leaves der Bäume hier. Was? Was? Oh. Okay, du kommst von da unten. Naja, ist schon klar. Zenka. So, krieg ich dich hier weg? Komm schon. So, also. Das glaubst du doch nicht. Ja, mach doch. Ist doch in Ordnung. Mach doch. Ja, das ist doch bestens. Jo! Oh mein Gott. So. Da ist sehr dunkel unten. Da ist sehr, sehr dunkel unten. Oh. Gut. Gut. Wow. Okay. Ja, also wir brauchen viel Stein und also sowas hier. Und deswegen nehme ich das jetzt auch gerade mal mit. Nee, Stein brauchen wir gar nicht so viel. Das brauche ich nur für einen Ofen vielleicht nachher. Was wir brauchen ist Eisen und Kohle und naja, noch so ein paar andere Sachen. So. Gut, jetzt mache ich erstmal ganz kurz einen Happen Essen und was habe ich denn da jetzt? Das ist Limestone? Das ist doch kein Limestone. Bin ich bescheuert? Ach so, das ist der Stone von dem anderen Ding. Ja, genau. Das ist kein Limestone, sondern das ist von dem anderen Ding. Ja. Was ich brauche ist... So. Und so. Na gut. Hey. So. Ja, gut. Gehen wir mal hier. Eisen und Kohle. Und was wir ganz dringend brauchen, das ist Diamanten. Denn, um das Wirtshaus zu bauen, benötigen wir einige Materialien. Und diese Materialien gibt es leider nur
im Nesa, in welchen wir noch hinein müssen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Das wird nämlich, glaube ich, ein super Spaß. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Noch mehr? Sieht nicht so aus, oder? Doch! Wow. Noch mehr. Gut, alles mitnehmen. Wow, noch mehr. Noch mehr. Oh Gott. So, jetzt ist aber genug. Genug Kohle. Yo. Obwohl, Kohle kann man doch nie genug haben. So, da oben ist auch irgendwie... Da ist auch noch eine Höhle. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Allerdings habe ich das auch das Gefühl, wenn ich hier... Warte mal. Warum habe ich keine Schaufel mitgenommen? Kohle. Ich wusste es, da ist noch eine Höhle. Ja, klar, natürlich. Und mir fällt dann bestimmt auch gleich ein ganzer Batzen Zeug auf den Kopf. So. Ich wusste es. Kohle, Kohle, Kohle. So, haben wir noch mehr? Ja, sieht nicht so aus, oder? Nee, aber weiter in die Richtung. So, aber nicht dahin, sondern dahin. Upsi. Da ist gar keine Höhle. Also da ist was drunter. Auf jeden Fall Eisen. Eisen. Das hier sind übrigens Knochen. Also da fallen Knochen und so ein Kram raus. Da. So. Ach nee, Salz. Quatsch, das ist Salz. Natürlich. Und Salz brauchen wir auch. Nur mal so am Rande erwähnt. Salz brauchen wir auch. So, hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann kann ich auch wieder runter. Hier ist irgendwo noch eine Höhle. Wohl drunter oder drüber oder dran. Halt, da habe ich doch noch, Aha. Das nehmen wir doch alles mit. Die Diamantenharz wird übrigens, glaube ich, hier eine ganz üble Sache. Ich habe nämlich gehört von den Dorfbewohnern hier, dass Diamanten sehr schwierig zu finden sein sollen. Und, da müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Mit den Diamanten. Ha! Da ist Eis. Wow! Wow! Ja.
Oh mein. Mein Gott. So. Bin ich hier? Hey, wo kommst du her? Okay, okay, okay. Zack. Ja. Oh oh. 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 Erstmal Luft schnappen. Ha! 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 Oh mein Gott, was ist das hier? Warum ist hier so viel Eis? Das gibt's da nicht. Wow, hier ist verdammt viel Eis. Aber warum? Tja, ich bin hier wohl irgendwo in so einem Eisberg gelandet. Ha! 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 Oh Gott, nicht doch! Verzaubert, verzaubert, verzaubert. Oh Gott. Verzaubert. Verzaubert. Oh. Ha, hier waren wir schon. Wir sind einmal rundgelaufen. Ha! Ich glaube, die Aufnahme wird ein bisschen länger. Nee. Oh oh.
Oh, 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 oh. Ja. Hehe. Wo kommen die denn her? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alter, wo kommen die her? Du willst mich doch. Ja, das kannst du machen. Da habe ich nichts dagegen. Ah, von irgendwo da oben. Also nicht von hier. Doch, oder? Von hier? Ich weiß nicht. Warte. Nicht von hier. Die kamen von da. Anscheinend. Oh mein Gott. Ich sag's doch. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Und jetzt kommt er. Ha, das war einer von denen. Die habe ich schon mal erwischt. Nicht doch. Ja, na? Ne?